Leute, ich wünsche euch wundervolle, schöne Weihnachten. Erste Runde Streams. Wieso haben wir kein Bild? Wir haben ein Bild. Okay, und Johnny Walker, ihr geht raus. Vielen Dank für den 21. Monat, lieben Chat. Vielen Dank für den Support. Ich bin ein bisschen excited vielleicht. Eri geht auf jeden Fall raus. Wir haben schon mal 3er Krieger-Roll, das verspricht dir einiges. Und hallo auch an Kuchen. Servus und frohe Weihnachten, alle Harvis. Servus, servus, frohe Weihnachten. Hallo Sami Prinz. Oh ho ho, Sami, frohe Weihnachten. Und Gogo Gamer, dir auch frohe Weihnachten. Ich bin gerade noch ein bisschen was für. Warte mal, das kann man hier machen. Das passt. Einmal nochmal ein Foto kurz posten auf Instagram in der Story. Das muss sein. Zwei Marses mitnehmen, Leute. Wir machen heute einen entspannten, kleinen, schönen Weihnachtsstream. Werden diese drei Steam-Karten im Laufe des Streams, aber erst wenn jetzt ein paar Leute natürlich da sind nachher, werden diese drei Steam-Karten verlosen. Und ich werde dieses Weihnachtskostüm legit noch 5 Minuten tragen. Und danach wird zumindest der Bart weichen, weil der Bart übel unangenehm ist. Ich meine, so rum geht es. Ja, oh Gott, war der schlecht, Alter. Auf entspannt. Ja, Mann, sagen wir auf entspannt. Moin, moin auf jeden Fall, alle. Freut mich, dass ihr am Start seid schon. Und mal gucken. Wir sind ein bisschen früh dran sogar, kenne ich. Wir sind sogar ein bisschen früh dran. Ich habe ja 9 Uhr gesagt. Wir haben jetzt 8.59 Uhr. 24. für die YouTube-Zuschauer, falls eine YouTube-Runde wird. Ich hoffe mal, dass wir direkt hier eine schöne YouTube-Runde hinbekommen, damit ihr noch dieses wunderschöne Kostüm seht. Und die wird gar nicht mal so spät kommen. Die wird irgendwann am 28. oder so kommen, weil ich habe extra jetzt ja für die YouTube-Zuschauer nochmal. Wir haben ja ganz viele Folgen die letzten Tage gehabt für euch. Jetzt seit 2 Tagen, glaube ich, jetzt wieder normale Folgen. Also normale Tage mit einer Folge, aber davor hatten wir ja irgendwie 5-6 Tage mit Doppelfolgen. Damit wir zur neuen Season dann relativ aktuell sind. Und ich glaube, das bekommen wir auch gut hin. So, Nightcrawler. Nehmen wir noch ein Mars mit rein. Der Weihnachtsmann zieht auch durch mit dem Bart. Ich kann mit dem Bart nicht durchziehen, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Mega. Guten Morgen zusammen und frohe Weihnachten. Reaper, wunderschönen guten Morgen und frohe Weihnachten dir auch. Freut mich, dass ihr alle hier seid. Zu Weihnachten haben wir keine Candies, um irgendwelche Kurier zu öffnen, leider. Hätte ich mal sparen können. Den habe ich noch nicht. Den habe ich noch nicht. Oh, warte mal, den will ich mir angucken. Den hole ich mir. Wo ist der? Wo ist der? Hier. Den kenne ich noch gar nicht. Was ist das denn für einer? Neuer Kurier, Leute. Den habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Den gab es bestimmt mal in irgendeiner Season, wo ich raus war. Als Reward oder in einer ganz, 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 ganz frühen Season. Oh, der ist ja übel süß. Okay, endlich mal was Cooles, was man für Donuts sich holen kann. Leute, der hat so einen Schulranzen rechts und links. Was ist das denn? Was ist das denn? So, Leute, wir gehen Level up. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Kombi, wie wir es gerade spielen können. Erstmal. Nochmal wirklich rein dafür. Verkauf das Board. Ja! Geht das? Ich glaube, das kann man nicht mal verkaufen. Ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht möglich, das zu verkaufen. Aber das wäre schon witzig. Wollte dich übrigens noch für deine Vlogs loben. Fand die sehr interessant. Das freut mich sehr, Johnny Walker, dass die dir gefallen haben. Ich habe wirklich sehr viel Liebe in die Vlogs rein. Habe ich schon öfter erwähnt, aber ich habe sehr viel Liebe reingesteckt. Und bin froh über jeden, der sich die Vlogs anschaut aus Vietnam. Und ich habe da ein bisschen auch die Hoffnung, vielleicht werden die auch nochmal durchaus. Es ist auch sowas, sind da so Videos, die können auch über Dauer noch geklickt werden irgendwann, würde ich behaupten einfach, ne? Dass die auch später mal nochmal irgendwelche Leute angucken und dann irgendwann nochmal gehypt werden. Vielleicht. Hallo Boss übrigens, moin moin. Herr Weihnachtsmann natürlich an alle anderen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe schon locker 10 solche Haare von diesem scheiß Bart im Mund. Kann ich jetzt schon mal callen. Deswegen gesagt, der Bart wird nicht lange halten. Die Mütze kann ich auflassen. Von mir aus meine Haare sind eher am Arsch jetzt wahrscheinlich. Aber der Bart, der wird nicht lange halten. Das ist nicht möglich. Komm, gib mir mal das extra Gold schon mal. Kollege. Ich wollte übrigens eigentlich das Javelin wollte ich eigentlich Slark geben. Wie gewinnt man die Karten, Herr Weihnachtsmann? Die Karten gewinnt man, indem später während des Streams werde ich ein Gewinnspiel öffnen. Dann könnt ihr in den Chat was Gewisses reinschreiben später. Und dann wird ausgelost über den Bot, über den Streamlabs Chatbot wird ausgelost, wer die Karte gewinnt. Also es wird immer eine Karte nach der anderen verlost. Das ist halt verschiedene Leute, die Karten bekommen im Optimalfall. Ich werde nicht alle drauf einmal verlosen. Aber das werde ich während des Streams, so wenn es mal nach ein paar mehr Leute da sind, werde ich immer wieder eine Karte verlosen. Wir streamen heute so bis 13.30 Uhr circa, würde ich sagen. Also ein geschmeidiger 4-4,5 Stunden Stream, sowas. Wann ist das circa? Ja, Kuchen, du kannst auch einfach hier sein, nicht nur für die Karten verlosen kommen. Nee, ich denke mal, ich werde die erste so eine Stunde circa verlosen. So irgendwann während der zweiten Runde des Tages heute werde ich die erste Karte verlosen. Da sind auch schon genug Leute da, glaube ich. Und dann halt mal gucken. Schauen wir mal dann. Ich wäre gar nicht ready gewesen, was runterzustellen gerade übrigens. Ja, dann so eine vielleicht um 11 rum und eine vielleicht um 12, 13 Uhr sowas gegen Ende nochmal. Irgendwie so. Also alle 1-2 Stunden halt. Über diese 4,5 Stunden jetzt verteilt, alle 1,5 Stunden sowas.
Bin ich lost? Welche Karten? Hier. Bosti. Bitte bis 14 Uhr, haha. Das ist 20 Euro Steam-Karten. Ich habe 3 Stück gekauft. Und 3 Leute können heute 20 Euro Steam-Guthaben gewinnen. Aber erst später irgendwann. Passt, dann schaue ich um Punkt immer rein. Ja, danke, Kuchen. Hallo Pascal Boom, moin moin. Und hallo Crystal Cat, moin und frohe Weihnachten. Falls ich heute irgendwen übersehen sollte, dann tut's mir leid. Ich wünsche allen auf jeden Fall frohe Weihnachten. Bestimmt übersehe ich mal irgendwann jemanden zwischendurch. Ich hoffe es nicht. Aber man weiß nicht. Der Kurier ist echt cool, Leute. Okay, kein Dingens. Der Kurier sieht echt nice aus. Den fühle ich komplett. Oh, warte mal. Wahrscheinlich ist es trotzdem schwächer, aber ich stelle trotzdem mal die rein. YouTube und Twitch Money rein investiert, ja Mann. Das ganze Monat Twitch-Gehalt in Steam-Karten investiert. Der sieht echt nice aus. Ich glaube, ich habe so einen noch nicht. Ich kenne den nicht, der sieht aus wie Littlefoot, Alter. Warte mal, ich glaube, ich habe sowas noch nicht, oder? Ich habe keinen, der in die Richtung geht. Habe ich irgendwann mal, entweder habe ich den aus Versehen verkauft oder ich habe meine Season. Ja, warte, oder nee, das ist der wahrscheinlich. Blackback. Green Black, ah, das ist der, aber der sieht bei mir viel, der sieht viel uncooler aus. Das war nämlich damals kein Legendary oder so, den ich bekommen habe. Der sieht mit den Rucksäcken viel stylischer aus. Okay, jetzt verstehe ich, welcher das ist. Nur ein kleiner Joke, abgesehen von den Mods bin ich hier wohl einer der aktivsten gewesen dieses Jahr. Das ist vollkommen richtig, Kuchen. Also Kuchen war eigentlich immer am Start. Also gerade die letzten Morde war Kuchen krank. Er war immer schon krank, aber die letzten Morde war der immer am Start. Und davor war der auch schon eigentlich immer am Start, deswegen. Hey, ich habe doch einen Sound, ich habe einen Drop Sound gehört. Ich schwöre, ich habe einen Drop Sound gehört. Habe ich mir das eingebildet? Ich hab gemeint, ich habe gerade einen Drop-Sound gehabt. Habe ich mir wohl eingebildet. Muss jetzt gucken, was ich löschen will gleich. Weiß nicht, welche Konstellation hier habe ich will auf jeden Fall löschen. Hallo Salate, moin moin. Bin tatsächlich wirklich krank. Fuckt richtig ab für über Weihnachten. Okay, dann gute Besserung. Gute Besserung dir. Und wie gesagt, hallo an Salate nochmal auch. Ich hoffe, dir geht's bald besser. Was hast du denn? Bist du so erkältet krank oder? Psychisch krank, nein, also so Erkältet, so Husten, Schnupfen, aber hast auch Fieber wirklich. Ja, aber Erkältet ist über Weihnachten, über Feiertag echt krass. Also auch ätzend, weil du wahrscheinlich auch nicht großartig Familie besuchen kannst, weil man will die Familie nicht anstecken, einerseits. Und andererseits. Gott, der gewinnt einer gegen mich. Das ist schlecht. Und andererseits ist man selber zu K.O., um großartig zu feiern mit Familie. Hatte Depressionen, findest das lustig. Alter, da werde ich direkt wieder in sowas reingeritten, ey. Da wäre ich direkt wieder in sowas reingeritten. Was soll das denn? Ach Mann. Ach, ich wollte eigentlich kein Assassin's zu Weihnachten spielen. Also, was ist zu Weihnachten? Also jetzt die erste Runde. Aber ich will, dass die erste Runde eine YouTube-Runde wird, Leute. Es muss unbedingt eine YouTube-Runde werden, auf jeden Fall. Weil einfach ich noch hier in voller Montur gerade sitze mit diesem. Ich kann übrigens auch die Mütze hier hoch machen. Nämlich der Gangster-Weihnachtsmann. Junge, das ist so billig. Das hat meine Frau mal irgendwann für 5 Euro in so einem Teddy oder sowas gekauft, das Kostüm, glaube ich. Irgendwann so richtig billig für mich, für die Weihnachtsstreams. Und der ist so fusselig. Überall ist ein Fusseln einfach von diesem Scheiß-Kostüm. Hallo, Obi, moin, moin. So einen Grimpalien-Effekt halt oder so, der Klassiker. Okay, überätzen, verstehe ich auf jeden Fall. Dann, wie gesagt, auf jeden Fall gute Besserung. Ja, den brauche ich auch nicht mehr, den hier, ehrlich gesagt. 30 Gold, Runde 9 ist aber echt Killer, oder? Also goldtechnisch sieht es echt gut aus. Oh, geh auf den einmal kurz ein, hit den weg. Oh, und jetzt hier nochmal einen Stun. Du musst den Stun raushauen, der Stun ist wichtig. Der Stun wäre so wichtig gewesen. Zweimal Stun hintereinander, der wäre tot gewesen. Ach Mann, jetzt haben wir die Streak verloren. Aber wir haben 30 Gold, Leute. Wir haben 30 Gold, das ist okay. Oh Mann, ich muss Assassins zocken. Ich habe ja gar keine andere Wahl mit dem, was ich hier gerade die ganze Zeit ziehe. Ich habe echt keine andere Wahl. Ich hoffe, die machen das mit nur Nahkampf, aber ich wollte so 34 Gold gehen unbedingt, aber ich wollte auch ihn unbedingt behalten. Teddy und Action sind die besten Läden, ja Mann. Ist morgen die Schlagzeile in der Bild, YouTube-Star macht sich über Depressionen lustig. Das wäre schon bitter. Und dann blenden die das Lachen von gerade ein, dieses obwohl ich gerade über was ganz anderes gelacht habe. Hey Patrick, moin moin, hallo zusammen, frohe Weihnachten allerseits. Wie der Weihnachtsmann ist noch nicht zu uns unterwegs. Ach, wie der Weihnachtsmann ist noch nicht unterwegs. Ich war heute Nacht schon da. Oder komme ich heute Nacht erst? Also gestern noch. Ach, keine Ahnung. Meine Frau hat ihr Geschenk schon bekommen, die hat sich sehr gefreut. Und ich bekomme mein Geschenk von meiner Frau erst gegen Mittag. Belastend, weil sie muss noch arbeiten bis 14 Uhr. So, was haben wir hier Schönes? Boah.
Den harten Mango Tree Grind wäre gar nicht schlecht. Den können wir gut grinden. Dann bräuchte ich mal Losing Streak am besten dafür. Egal, wir nehmen Mango Tree und stellen einmal komplett runter. Oder was, wir stellen nur ein bisschen runter, dass wir ein bisschen was killen. Machen wir es mal so. Das müsste schon ausreichend sein. Für die eine Runde, oder? Ich nehme mal noch ein paar Mages mit. Gibt es Late Game Mages für einen Mage Switch? Es gibt einen Zeus auf jeden Fall. Es gibt auch Schamanen Tauren. Schamanen Tauren fürs Late. Schamanen Tauren Gods, das ist der komplette Call dafür für die Runde. Och Mann, jetzt habe ich so ein Heal-Team. Das heißt, ich werde nicht mal einen killen. Immerhin macht der. Wobei, der macht schon ein bisschen Schaden. So. Meine schweren Arbeit beim Teddy im Büro kann dir sagen, dass der Laden Schmutz ist. Da kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Bei uns kommt das Christkind. Ja, ich glaube auch nicht an Weihnachtsmann. Aber ich wollte mich jetzt trotzdem nicht unbedingt als Christkind verkleiden, ehrlich gesagt. Weil als Christkind glaube ich natürlich. Wie wir alle wissen. Ja, wenn wir mal einen Morphling ziehen würden, könnten wir 6 Assassins stellen. Nehmen wir alle schon mal so ein bisschen mit, was wir brauchen können für Schamanen, später auch schon mal Wizards. Komm, jetzt müssen wir meine Runde aber holen, kurz bitte. Das wäre sehr korrekt. Ich war gestern dort, da lag alles auf dem Boden in den Gängen. Sah aus, als wurden die überfallen, aber die haben ganz normal an der Kasse gearbeitet. Aber war da auch viel los, wirklich? Weil wenn da, vielleicht wurden die ja überfallen, weil die Hölle los war vor Weihnachten so. Aber es sind auch keine Geschäfte für mich. Ich mag so Deko, das sind ja so Hauptsache so Deko-Zeug und so Billigzeug und sowas. So dieses Plastikzeug und sowas, das mag ich alles nicht. Und auch dieses Deko-Zeug, ich bin nicht so der dekorative Mensch. Dicke, 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 dicke. Ich muss unbedingt eine Runde jetzt holen, ehrlich gesagt. Damit ich Runde 14 wieder verlieren kann für die Mango. Die Frage ist, roll ich jetzt kurz für zwei Assassins oder gehe ich einfach Level ab und stelle noch einen mehr rein? Okay, das muss reichen. Ein Slug muss raus. Das Mana werde ich noch bereuen, dass ich das Mana auf dem Bounty jetzt nicht habe. Ich könnte auch noch Level Up gehen, noch einen reinstellen. Die Runde ist halt richtig wichtig zu gewinnen, aber ich glaube, ich gewinne die sowieso. Nico Goeth, guten Morgen an alle und frohe Weihnachten. Ich bin neu hier, bin von YouTube rübergekommen. Guck mal, dass ich öfter vorbeischaue. Würde mich sehr freuen und moin Nico. Freut mich, dass du am Start bist. Und da hat jemand meinen Community-Post vielleicht gelesen oder es mitbekommen in den YouTube-Runden. Ich weiß es nicht, aber freut mich auf jeden Fall, dass du hier bist. Paul ist zu reich für Teddy. Hast dich voll verehrt. Alle sagen, dass Paul Paradoxon. Jetzt, Mann, ich wollte eine Runde gewinnen. Das wäre so wichtig gewesen. Hey, was ist denn los? Bisschen triggert vielleicht. Tut mir leid an der Stelle. Hat der Slug nicht Items? Der ist. Oh fuck, ich hab den Slug ohne Items runtergestellt, du hast vollkommen recht. Ja gut, so gebe ich natürlich keine Runde, wenn ich alle Items runterstelle. Das ist natürlich ein bisschen belastend jetzt. Boah, dieser Bart. Ich muss den unbedingt gleich wegmachen, Leute. Ich will noch ein bisschen durchziehen. Ein paar Leute kommen ja noch, den will ich noch beglücken mit meinem Bärtchen, die neu reinkommen. Mit dem Javelin hätte es easy gereicht, ja, auf jeden Fall. Der Javelin hätte den Unterschied gemacht. Fuck, Alter, das ist jetzt natürlich, das tut es weh. Das sind jetzt zwei Mangos, die mir fehlen dadurch, ne? Ja. Außer ich gewinne jetzt und verliere Runde 15 dann, aber ich glaube, das ist nicht ein guter, kein guter Plan. Jetzt ist es eh egal, ob du die Runde holst. Das ist richtig, aber trotzdem stelle ich über den Slab mit dem guten Item rein, damit ich halt trotzdem vielleicht die Runde hole oder stärker bin. Ich merke es immer morgens oder meistens morgens, ja. Meistens morgens, Nico. Hallo Bein, die Aufruhr Weihnachten, moin moin. Johnny Walker kommt auch nicht mehr mit den Streets. Aber ab und zu stream ich auch abends mal, ab und zu. Mit 8 Mangos wäre es auch zu leicht. Das ist true. Das wäre ein viel zu easier Snack. Er fliegt wieder 9 Wochen Urlaub nach Vietnam, diesmal um den besten Barbier zu finden. Ja, Mann. Okay, ich muss den Bart wegmachen, Leute. Das bringt alles nichts. Ich habe nämlich gerade wieder 5000 Haare im Mund, Alter. Das ist unangenehm gewesen. Ist die Frisur, sage ich schon, abgeschlossen in den Vlogs?
Frisur ist abgeschlossen in den Logs gewesen, ja. Was soll das jetzt heißen? Soll das wieder ein Diss sein? Ich gehe mal Level ab, ich habe Angst. Ich bin ein ängstlicher Mensch. Lesen. Ist die Friseursaga... Ach, die Friseursaga, Junge. Schon abgeschlossen in den Vlogs. Die Friseursaga ist abgeschlossen in den Vlogs, ja. Oh Gott. Ich hab echt schon wieder Scheiße gelesen. Ich warte noch auf den Extended Cut vom Friseur, Alter. Okay, ich muss kurz den Bart ganz wegmachen. Dafür muss ich ja die Mütze ausziehen. Meine Haare sind vielleicht ein bisschen platt gedrückt, Leute. Junge, ich sehe ein bisschen aus. Ich will das gar nicht sagen, wie ich aussehe mit der Frisur. Okay, Leute. Wie kann der erst bei 21 stehen? Nur du benutzt den Kuchen. Kein anderer benutzt den, glaube ich. Ich glaube, kein anderer benutzt den. Seitenscheitel regelt. Nein, guck mal, Seitenscheitel hat er geschrieben. Ja, ja. Lesen. Können wir ein Ausrufezeichen Schreiben reinmachen? Das wäre doch was. Oh, meint ihr, es geht immer auf Major später? Sieht gar nicht danach aus bisher. Dich brauche ich nicht. Ja, die Frage, verliere ich jetzt wieder eine Runde sowieso, da muss ich runterstellen. Mann, ich will nicht so viel Schaden kassieren. Ich muss runterstellen. Was ist, wenn wir einfach wirklich so stellen und hoffen, dass die ein bisschen was kritten? Oder ihn vielleicht. Ja, wobei, der Krit... Machen wir es so, das ist doch ein Ding vielleicht, oder? Das geht mal noch ihr. Mit dem hier. Komm, vielleicht brauchen wir noch das Mage-Item. Why not? Okay, da kriegen wir auf jeden Fall mindestens die Legion weg. Ich glaube, das war eine ganz gute Anzahl. Wenn wir ihn noch irgendwie tot kritten, wäre richtig geil. Aber die krittet nicht und er hat den Stun gehabt. Egal. Mit relativ wenig Schaden die Mango bekommen. Ich muss es wieder ein bisschen über meine Ohren machen, damit das so die Kopfhörer ein bisschen verdeckt. Skill. Ihre. Solche Befehle möchte ich ja sehen. Jetzt gib mir mal ein paar Level 2er Assassins, bitte, Game. Damit ich auch die nächsten Runden jetzt wiederhole. Oder gib mir einfach gar nichts. Das geht natürlich auch. Oh, der mit seinen Drops. Ich muss halt echt versuchen, Late Game zu kommen. Wenn ich Schamanen spielen, wäre Schamanen Tauren. Gibt's Great Wall gleich? Nee. Also Second Chance, selbst wenn wir nur 5 Mangos oder so bekommen. Oder 6, glaube ich, können wir maximal schaffen, wahrscheinlich jetzt noch. Selbst dann wäre Second Chance echt geil. Wobei, wäre es geil, 6 Mal. Das kann halt sein, dass es 6 Mal nicht triggert. Und selbst wenn es 2 Mal triggert, ist es nur so normal gut. So krass ist Second Chance gar nicht. Mit so wenig Mangos. Ich glaube, mit 8 würde ich es auf jeden Fall nehmen. Mit 6 oder mit 5 oder sowas gleich nicht. Komm, die Runde erstmal gewinnen, bitte. Bitte lass es reichen. Komm, jetzt ist da so ein scheiß Stun draußen, Alter. Oh, das wird knapp. Hat der viel Leben oder hat der normal Leben? Aber wir gewinnen die nicht. Ich raste aus, Alter. Ich habe noch nie so eine schwere. Ich habe noch nie so schwer eine Mango gehabt. Oh, komm, krit ihn. Krit ihn. Och, Mann, wäre das ein Crit gewesen? Ihn streakt nicht mal. Okay. Weihnachten läuft richtig gut. Ist ja Weihnachten. Ehre. Oh, das gefällt mir. Das gibt mir gute Weihnachts-Vibes. Vielleicht hätte ich ihn als Tank reinstellen sollen. Vielleicht wäre das smarter gewesen. Ui. Kann verschwenderisch mal sein, weil die Runde gewinnen wir jetzt wiederum. Eine wichtige Runde. Komm, jetzt gib mir einen Win, dann kann ich Runde 19 verlieren. Und dann 20 gewinnen, dann habe ich genau die 6 Mangos. Wenn wir jetzt gewinnen, haben wir 6 Mangos. Sie war es denn, einen lösche ich wieder. Ich will den gar nicht hochziehen. Ich kaufe die 10 Gold. Mangos haben sich ja richtig gelohnt bis jetzt. Ja, wenn wir 6 Stück am Ende haben, wenn jetzt die nächsten 3 Runden funktionieren, dann war es ja trotzdem gut. Was soll der Aiki machen? Tanken. Der hat 1050 Leben. Und die Gegner bleiben dann eher hier stehen, wenn die nicht... Ach, spiel ich selber, jetzt spiele ich wieder gegen Assassin-Gegner. Das ist wirklich ein ganz schlechter Gegner für mich. Ich habe auch schlechtes Timing von den Gegnern, muss man jetzt wirklich die Runde sagen. Ich gewinne ja, glaube ich, gegen einige mit meinem Team, aber ich spiele die ganze Zeit gegen die Falschen. Hm. Ja, wir sind ziemlich am Arsch.
Die Mango, der Mango-Tree lief gar nicht. Wir hätten vielleicht wirklich auf zwei Assassins rollen sollen, einfach dauerhaft. Aber ich dachte, mit sechs Assassins sind wir stark genug insgesamt. Jetzt ist egal, welche Runde ich gebe, dann lösche ich ihn und stelle nochmal einen Morphling dazu. Ah, was eine Runde! Krass tanken. Ja, der hat 1000 Leben, hallo? Krasser Tank. Hallo Desmond, frohe Weihnachten und Glückwunsch zu meinem, zu deinem Schachbrett. Ist es dein? Hast du das rausgebracht? Hast du das erstellt? Ach, mit deinem Traumschachbrett, ach so. Okay, dir auch frohe Weihnachten. Das war echt nicht so smart, das Level. Ja, der Klassiker. Weihnachtsmann ist nicht smart. Wie lange machst du heute? Geplant ist heute bis so 13:30 circa. Also meine Frau hat um 14 Uhr Feierabend auf der Arbeit. Ich würde sie gerne abholen, dass man im Bus nicht fahren muss. Das heißt, 13:30 sowas in dem Bereich wäre der Plan. Und dann natürlich auch die nächsten Tage wieder auf jeden Fall. So, in den Weihnachtsfeiertagen kommen auf jeden Fall auch Streams. Da muss man gucken, welche Uhrzeiten. Mal am 26. auf jeden Fall morgens, weil da werde ich mittags. So krass, wie stark alle sind, die Runde, ne? Ich habe glaube, alle sind mit Roll Strat gegangen, kann es sein? Ich bin auf jeden Fall am höchsten Level, außer der eine hier. Der Io muss mitgeschleppt werden. Ich glaube, Level 9 gehen reicht, also muss reichen. Weil sonst mit meinen paar Prozenten habe ich nicht mehr so viele Optionen. Also auf Level 9 müssen wir rollen. Wir brauchen halt 4 Legendaries im Optimalfall, ne? Aber auf Level 9 kann man das schon mal machen. Da haben wir 3% auf Legendaries. Die gehen auf 5 hoch. Hallo Lukas, moin moin. Der nächste, die ganzen Lukas, ey. Die hat jetzt den Schein. Ja, das stimmt, sie hat den Schein. Das ist richtig Kuchen. Aber wir haben das so ausgemacht, dass die ersten paar Wochen jetzt noch. Wenn sie fährt, dass ich noch bei ihr bin quasi. Wisst ihr, dass sie noch nicht alleine fährt, sondern dass ich noch ein bisschen sie ein bisschen kritisieren kann. Nee, ihr ein bisschen helfen kann bei den die ersten paar Wochen jetzt noch, bevor sie komplett alleine fährt dann. Jetzt mal gegen die Teile verlieren, das wäre es jetzt gewesen, Alter. Hätte ich richtig Bock drauf gehabt. Die gönnen aber dafür. Oh, das waren ja mal gute Teile, Alter. Leck mich am Arsch. Ich habe keine Zeit mehr, also zu sparen. Deswegen nehme ich Sin Reaper und versuche jetzt stark zu werden gleich. Und dann mit Sin Reaper Level 10 zu packen vielleicht. Wir haben auf jeden Fall 9 Assassins auf dem Feld. Also warte mal, ich schreibe zu viel, ich kann gar nicht alles sehen, es tut mir voll leid. Wenn ich irgendwas übersehe, tut es mir leid. Hallo Blue Button. Dir auch frohe Weihnachten, Blue Button. Hallo Helven, dir auch frohe Weihnachten, Helven. Lukas, danke für den Stufe 1-Sub. Vielen Dank für den Support. Lukas Nummer 529. Ihr geht raus, lieber Chat. Vielen Dank für die Unterstützung. I appreciate pretty much. Und Leandro, danke für dein Follow. Willkommen bei den Paulanern. Ich glaube, da kommen heute ein paar YouTube-Boys auch vorbei. Das freut mich. Übrigens, theoretisch an Bluebart. Ich habe theoretisch einen Bart. Einen Weihnachtsbart, ne? Stell euch den einfach vor, weil der ist so fusselig. Das ist immer noch der von letzten und vorletzten Jahr. Der ist so fusselig, dass es richtig unangenehm ist, den zu tragen länger. Deswegen habe ich nur die erste Viertelstunde des Streams getragen. Die Option hast du bei uns im Land nicht, wenn du nicht zu Hause verschimmeln willst. Ja, so, ja, das ist natürlich schwierig bei euch, ne? Bei uns ist Busfahren eigentlich echt entspannt. Also generell öffentlicher Nahverkehr. Ich habe auch theoretisch einen Bart, aber er wächst leider nicht. Ja, so Bart habe ich ja. Also ich könnte mir einen richtigen Bart wachsen lassen. Ich habe ja immer kurz getrimmt, immer nur hier runter so ein bisschen. Weil ohne Bart sehe ich aus wie ein Kind, aber ich will auch nicht so einen Vollbart haben, das ist ihm unangenehm. Aber ich kann mir theoretisch könnte ich mir so einen richtigen Bart wachsen lassen. Mein Bart wächst wie Sau. Ich rasiere mich 20 Mal am Tag gefühlt. Nee, eigentlich nur zweimal. Ich rasiere mich ja wirklich morgens und abends rasiere ich mich. Also hier so. Weil, und dann trimmen tue ich auch wirklich alle 2, 3 Tage hier, das hier wieder. Paul hatte einen Bart an, ich war dabei. Ui, das sind schöne Glückwünsche. Ich wünsche auf jeden Fall euch auch ein schönes Weihnachtsfest. Ich wünsche euch allen auch ein wundervolles Weihnachtsfest und hoffe, dass ihr heute auch einen schönen Tag mit eurer Familie habt. Oder jetzt die Weihnachtsfeiertage dann. Wie gesagt, bei mir in der Familie, wir feiern am 26. zusammen. Machen wir mal einen Ogre-Dismiss, oder? Ja, wo ist ein Ogre? Wo ist ein Ogre? Wo ist ein Ogre? Ich sehe den nicht. Wo sind die Ogre? Ich bin blind. Oder warte mal, wir können auch einen Dwarf-Dismiss machen. Gibt es die Runde Dings? Ja, ich würde sagen, wir machen Dwarf-Dismiss mit Charcoopter nicht ziehen.
Hier. Ich bin gerade ein bisschen langsam noch, tut mir leid. Oh, oh, zum Glück, ich habe voll vergessen, dass ich verschiedene Units drauf habe, aber ich habe das ja genau in die Richtung auch gezogen. Das war gerade ein bisschen risky, der Spaß. Da habe ich gerade gar nicht so drüber nachgedacht. Ich hatte noch Morphling und auch Bounty drauf, aber die waren ja, ich glaube, das kombiniert sich, wo das näher dran ist. Richtig männlicher Typ, krass. Seid ihr noch in der Kirche dabei? Ich werde vielleicht in die Kirche tatsächlich reingucken mal, die Tage. Melle, vielen Dank für den 28. Mord. Hallo Weihnachtsmann, kannst du mir sagen, wo der gute Paul hin ist? Auf Stufe 3 auch, ihr geht raus. Melle ist auch der Weihnachtsmann. Der gute Paul, der ist heute mal ausnahmsweise im Urlaub. Auf den Bahamas. Danke für deinen T3-Sub, Melle. Und danke für 28 Morde auch schon, ihr geht raus. Vielen Dank für den fetten Support. Liebe in den Chat. Meinte eher, ob ausgetreten oder nicht. Nee, ich bin nicht ausgetreten. Kuchen. Aber ich bin heute auch, nee, heute bin ich in der Kirche. Aber ich werde die Tage mal in die Kirche gehen, wahrscheinlich. Weihnachtszeit. So, ich muss mal, ob ich irgendwas überlesen habe, irgendwas Wichtiges oben. Also, falls ich irgendwas überlesen habe, tut es mir leid. Aber ihr seid alle so schön aktiv am Start. Das freut mich wirklich. Das ist mir wirklich ein Fest. Wir haben noch doppelt. Wieso habe ich eigentlich doppelt Bounty an da drin? Der macht ja eh nichts. Der Earthshaker kämpft uns halt hart jetzt erstmal. Das ist halt echt nice. Oh, das wäre lecker. Das wäre richtig wichtig, Leute. Das wäre richtig wichtig. Das wäre so wichtig. Earthshaker hat nicht mehr geholt. Die zweite Earthshaker geholt wäre es gewesen. Wenn wir irgendeine Streak geholt hätten. Oh, ich muss auf jeden Fall gleich. Oh, fuck. Das wäre schon wichtig gewesen, Mann. Ich hätte ein paar Level 2er mehr rollen sollen. Ich glaube, wir rollen jetzt mal kurz hart für ein paar Assassins auf jeden Fall auch. Weil wir haben noch zwei potenzielle Streaks mit unserem Sin Reaper zu holen. Ich stell mir vor, wir hätten die geholt, danach die oder so. In einer, also alle hintereinander. Das wäre es gewesen. Weihnachtsmann ist greedy. Ah, komm, Game. Aber warten wir jetzt die Runde auch erstmal noch. Also wir müssen gar nicht so greedy sein. Aber ich kann ja jetzt mal vor pre-rollen. Mal kurz den Wallrunner mit. Oh, ich zieh die falschen Sachen. Junge, wieso ziehe ich denn gerade nichts mehr? Ah, endlich mal was. Oh lol. Erstmal ein Auto-Chest veraimen. Das ist auch eine harte Ansage. Na, den zweiten brauche ich eigentlich nicht. Bei dem, was ich vorhab. Den zweiten Earthshaker brauche ich eigentlich gar nicht. Naga gleich noch stellen. Die Naga-Sirenen hätte ich vorher mitnehmen müssen. Ups. Also wieso aim ich denn gerade so scheiße, Mann? Oh, die Blue Button, ey. Personalisierte Glückwünsche hier. Voll süß. Voll süß. Da ist der Arkwarden schon mal und er und sie. Oh, das war jetzt nicht schlecht, der Roll. Wobei eigentlich ging es hauptsächlich um den, der gut ist. Na komm, dann stelle ich für zwei Schamanen rein. Machen wir es so. Haben wir noch einen extra Roll? Oh, ich bin so greedy. So, jetzt werden wir ja wohl meine Streak uns hier gönnen von irgendjemandem. Der sieht tatsächlich machbar aus, der Typ. Der Gegner sieht tatsächlich machbar aus. Vor allem mit dem Earthshaker, der wird komplett drüber rasieren. Sehr schön. Und sehr gut für unser Level vor allem. Warte mal, ich kann jetzt viel weiter drüber machen, denn das Ding noch das Mikrofon. Alright. Ich würde schon nochmal weiter rollen erstmal. Ich würde erst leveln, sobald Runde 30 ist. Weil so lange kann ich halt noch mit dem Sin Reaper auch arbeiten. Time for the right price.
Nur ist jetzt die Sache, jetzt kann ich auch nicht mehr viel stärker werden, oder? Ich kann im Moment nicht mehr so viel stärker werden. Außer ich mache einen kompletten Switch dann auf Shaban schon. Das will ich jetzt gerade noch nicht machen. Okay, komm, wir sparen mal zwei Runden, warten jetzt mal ab. Ich will halt noch nicht komplett reinleveln. Wobei, so ein bisschen pre-leveln können wir schon. Komm. Dürfen die Mods eigentlich an Weihnachten kurz aus dem Keller, um ihre Familie und Freunde zu sehen? Eine Stunde Besuchszeit gibt's, aber die Familie muss halt in den Keller kommen. Und vielleicht kommt die Familie nachher auch nicht mehr raus. Das sind dann die neuen Mods. Die haben uns vermutlich schon lange für tot erklären lassen. Mir leid aufgegeben, ich habe da noch was ausgehandelt. Gut möglich. Ich war noch auf 80 Gold für Great Vault. Ich weiß nicht, ich bin ehrlich, wenn ich ehrlich bin, ist mir das ein bisschen zu riskant, gleich mit 42% Leben dann großartig noch zu sparen. Also ich würde dann lieber gleich rollen und mein starkes Team stellen, so gut es geht. Also ich meine, ich kann jetzt mal gratis Gold einfach mitnehmen auf 80, aber ich wüsste nicht, ich könnte Great Vault, glaube ich, nicht lange spielen. Das Ei wäre interessant für irgendwas, sicherlich. Family Discount fände ich fast am coolsten. Das also Family Discount wäre der größte Call, glaube ich. Wenn ich einen Master Key holen würde, was würde ich dismissen? Ich würde die Max dismissen, glaube ich. Also falls ich einen Master Key holen würde, könnte ich einen Max dismiss machen. Weil der einfach viel, viel mehr, also weil der zwei Legendaries rausnimmt vor allem. Ja, der Max dismiss wäre es dann tatsächlich. Ja. Definitiv. Du wärst ein guter. Was? Amstettner. Was ist ein Amstettner? Ich raff's nicht. Ich raff's auch nicht. Oh, nice. Die nächste Streak. Da sind wir Level 10 direkt. Hätten wir einfach die ganze Zeit nicht gelevelt. Wir sind eh mehr als Level 10 geworden. Hätte ich einfach mal auf Bosti gehört. Wiederum könnte ich jetzt schon rollen, um jetzt nochmal richtig stark zu werden. Aber wir sind gerade relativ stark. Das ist eigentlich ganz nice. Ich weiß gar nicht, ob die Schamanen mich stärker machen überhaupt. Aber ich spiele einfach mal die Schamanen jetzt. Wir haben die schon mal am Schlüssel. I'm Rizban. Oh, deine Heimatstadt. Oh Gott. Und ach so, und die Geschichte. Oh. Hier sind wir da nicht drauf gekommen. Ja, gut. Das ist ein sehr weihnachtliches Thema auf jeden Fall hier. Ich merke das schon. Ich glaube, die Korb macht uns ziemlich viel Freude. Also bin ich ganz ehrlich, ich brauche nicht unbedingt ein Dismiss ändern. Also ich würde ungern den Master Key nehmen, weil ich habe schon Legendary Dismiss, das passt schon und so. Also ich würde es unbedingt ungerne machen. Ich würde am liebsten wirklich mit dem Family Discount gehen jetzt gleich. Ja, läuft das. Ich war mit einem der Kinder in der Schule, als es aufgeflogen ist. Junge. Hatten wir schon ein paar Mal hier. Das stimmt, das Thema hatten wir schon. Ich habe es auf jeden Fall nicht vermisst, das Thema. Ich habe Magnus 3 gespawnt. Sehr nice. Magnus. Ja, alles reindrücken einfach. Boah, das ist ein Random. Oh, ein Eis, okay, da packen wir euch immer Schönes rein. Was ist das denn, Mann?
Stormcraft gekommen. Für Legendaries, Alter. Mal den Spectre erstmal. Spectre 2 ins Ei würde ich gerne sehen, haben wir auch machen können, stimmt. Was mit den Legis los? Es kamen gerade alle außer Tide, außer Zeus, die ich brauche, das stimmt. Streamer Luck. Hallo Lukas, moin moin. Ich schneide nur kurz rein, bin sofort wieder weg, hab noch was zu tun. Ach Lukas, du bist so eine Enttäuschung. Lukas hat gesagt, er will mitstreamen, will Weihnachtsstreamen, schön, es hat er was zu tun. Das war ja klar. Das war ja klar. Ich meine, ho ho ho, frohe Weihnachten. Warte mal, so ging das hier. So ein Assi, Alter. Als ob ich gerade eine Runde verloren habe mit Schamanen und Dings gemischt. Was ist das denn? Wo sind wir denn hier? Die will ich nicht nochmal. Enchanted, I'm sure. Ja, die Assassins bringen jetzt eh nicht mehr viel, das ist mal ganz realistisch. Weihnachtspief ist was Schönes. So ist ein normaler Umgangston, was für Beef. Da verstehe ich auch nicht, was du mit Beef meinst. Da bin ich ja komplett raus. Ui, Arkwardy. Wenn wir Disruptor 2 und Arkworn 2 dann gleich haben, ist es gar nicht mehr so schlecht, das Team, würde ich behaupten. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Wir haben jetzt im Moment noch die Doppel-Quad. Wenn die noch hochgezogen ist, können wir generell noch dann nachher irgendwann Zeus stellen im Optimalfall. Für Vierer Gott. Spielen wir gegen irgend so Naga-Much oder sowas? Mage-Muff? Nee, okay, doch, Muff. Wir spielen sogar gegen 9er Mages. Fuck, wenn er nicht stirbt, brauchen, müssen wir echt nochmal über Naga uns auch Gedanken machen. Muff. Hier bei Paul auf jeden Fall. Hey, hey, hey. Ach, Leute. Ich bin echt ein bisschen tief in der Spalte, muss ich zugeben. Und ich hoffe, das wird ja jetzt wirklich eine schöne Schamanrunde. Sieht aber gerade danach aus. So schöner Schamanen-Tauren. Und dann wird es eine richtig schöne YouTube-Runde für die weihnachtlichen YouTube-Weihnachtsgrüße. Oder so ähnlich. Ui, ui, da ist aber einer jetzt gerade hart abgefuckt. Hohe Weihnacht! Oh Mann, ey. Komm, gib mir jetzt den Disruptor schon mal hoch. Ehre. Das macht uns doch schon mal stärker, dann machen wir weniger Stress. Dann die Quop. Dann stelle ich ja wirklich nochmal eine Medusa rein für Nagas. Ja, eigentlich bin ich gerade ja gegen Naga, habe ich gerade gewonnen. Dann stellen wir nochmal einen doppelten Arc worden. Okay, Tauren haben wir. Ich mache euch mal so hin. Hier spawnen die Teile, hier spawnen Doppel, dann sind auch die rechts und links gut geschützt und die spawnen ja jeweils auch nochmal was. Die springen eh hier euch und euch hier vorne irgendwo, das passt. Ich glaube, die Nagas brauche ich gar nicht zwingend, die Runde. Eigentlich, die Runde ist ja schon fast durch, Alter. Wir können nachher noch irgendwann Arkworn löschen. Ich meine Spectre löschen, sobald wir dann irgendwie lieber nochmal irgendeinen Schaman doppelt stellen wollen, so einen Disruptor doppelten oder so. Ich glaube, die Nagas werden es nicht mehr sein. Lion wäre gut für Dings auf. Ja, gut, aber will ich die Naga-Sirenen rausnehmen? Man ist eigentlich egal, wenn ich eh keine Naga spiele am Ende, ist die eigentlich nicht nötig. Das sind so Kleinigkeiten jetzt, ne? Könnte man schon machen, weil nein, wenn ich einen sehe, nehme ich den mal kurz mit. Das ist ein Deal. Ein Deal. Den muss ich auf jeden Fall halten für die Gods. Da ist der. Ich stell mal schon mal reinkommen. Macht uns der Mage-Typ Probleme. Die haben wir gerade easy abgezogen. Aber wenn der Kotte 3 zieht. Wir können auch nachher die wieder mitnehmen ansonsten. Falls uns mal irgendwas Stress macht, nehmen wir die nachher nochmal mit. Ich will nur kaufen, was leuchtet. Oh, das ist arg. Das ist aber arg schön. Was eine Runde, Leute.
Ich finde, wir haben das schön gesnowballt, aber wir haben auch einfach Lucky Legends gerade am Schluss gezogen. Aber wir haben es am Schluss schön gesnowballt mit den drei Mangos, die wir hatten. Vierer Gott sei Dank auf Deck Pop 2 ist. Ah, du meinst gar nicht wegen Mana, du bist übel smart. Ich habe irgendwie ganz über das Mana nachgedacht, aber du meinst logischerweise gar nicht wegen Mana, sondern du meinst halt wegen. Damit die halt Demon, damit ich Demons drauf habe. Das ist vollkommen sinnvoll. Lesen. Habe ich hier nicht richtig gelesen? Ja, belasten. Also, ich habe schon verstanden, wegen der Quapper habe ich verstanden. Warte mal, kann das was? Ich glaube, wir nehmen Sacred Relic mit, oder? Ja, das ist ein Bait, Leute, das ist ein Bait. Wir nehmen das Relic mit. Wir nehmen das Relic mit. Sind wir mal vernünftig. Ah, das mache ich aber auch einiges kaputt hier, Alter. Ah, doch, warte mal, funktioniert. Never mind. Nevermind. Zeus kam übrigens noch gar nicht. Das kannst du auch keinem Menschen erzählen, sowas. Hallo. Zeus kam übrigens noch gar nicht. Grüße gehen raus an der Stelle an den guten Zeus. Weg da als Demon vielleicht. Vielleicht ist es kein Demon, der ist an der Demon Hunter. Hallo Surf. Warte mal, hab ich gerade schon mal Surf gesagt? Moin auf jeden Fall. Frohe Weihnachten. Ist eine geile Runde direkt erstmal zum Anfang des Streams. Fühle ich ja komplett. Jetzt mal gleich Spectre löschen, der mein Damage Dealer ist. Das ist übel smart, glaube ich. Ja, aber das muss ich machen. Dann verteilen wir auf die Quap alles um. Ich muss es tun. Das bringt alles nichts. Abyssal Blade ist cool. Attack Speed, das und nochmal Mana. Wir haben ein paar Schamanen. Ah, stimmt, ich hätte den Demon Item geben können, das ist true. Aber Demon bringt mir nicht so viel, weil ich spiele. Ich habe ja zu viele Demons auf dem Feld. Also hätte mir das gar nichts gebracht. 40 Schaden. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an der Stelle. GG. Junge, was ein Team, Alter. Leck mich am Arsch. Weihnachtliche Grüße gehen auf jeden Fall raus an die Community. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei dieser wunderbaren Runde. Lasst gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal. Haut rein.